Ja, statistisch, wie geschätzt, zwei Siege, zwei Niederlagen, wie das bei der Arena so ist. Das heißt, jetzt kommt es eigentlich nur noch auf Glück an, ob ich noch einen dritten Sieg mache oder eine dritte Niederlage und dann bin ich raus. Zwei Majors hatten wir ja schon, wobei ich ja auch nicht weiß, warum man Mage in der Arena spielt. Die sind so dermaßen gefährlich. Wenn da irgendwas nicht ordentlich läuft, bist du gleich raus. Ne? Das ist gerade in der Arena natürlich nicht so prickelnd. Da lieber mal so ein Priester spielen oder Druide. Ah, geht auch, wenn man gute Karten kriegt. Jäger ist natürlich nur wegen den Kombos aktuell ganz interessant. Oder wenn man nichts anderes zur Auswahl kriegt. Und schon wieder ein Mage. Ich glaube, es handelt sich hierbei um einen Russen. Lass die Schätze ich Jagd mal so. beginnen. Ich habe es nur einmal im Deck, ansonsten würde ich es jetzt nochmal einsortieren. Aber dann hast du so wenigstens, ne? Gut, das rettet mich über ein paar Runden. Das ist gut. Vier Stück haben wir drin. Ach, guck mal. So, machen wir gleich Druck, oder? Ach komm, hier war ich mal so einen blöden Vogel. Da kann er ja nicht drauf schießen, wo die Heldenfähigkeit, glaube Das ich, war's. geht. Habe ich zumindest in Erinnerung, dass das schon mal passiert wäre. Weil das ja. Ah ne, steht Heldenfähigkeit drauf. Ansonsten, na dann. Das geht natürlich auch. Das zielt ja nicht, das ist zufällig. Aber. Tja. Geschossen, nicht getroffen. Ja, das kann der Jäger Runde 2 schon auf 25 runterboxen. Nicht so aktiv, der Mage. Es ist natürlich immer eine Frage, was du ziehst. Ne? Wenn du natürlich als Mage die Spiegelbilder gleich auf der Starthand hast, dann hast du schon mal einen soliden Puffer am Start. Und da habe ich auch schon Decks gesehen, die ja mit den Spiegelbildern auf einmal angefangen haben, um sich zu schlagen. Ja, radikale Kopien. Gucken, ob wir Möhrchen angebaut kriegen. Jawohl. Wildtiere, also wenn ich jetzt bei Hasen spiele, die mögen ja auch Möhrchen. Ich frage mich, ob. Entweder habe ich jetzt wirklich mal Glück, habe einen Anfänger vor der Nase. Das wäre schön. Dann könnte man über einen dritten Sieg noch philosophieren. Oder es liegt an der Verbindung. Wer weiß, wo der Mann sitzt und mit welcher Verbindung er da ans Internet darf. Ich sag mal, in Runde 3 so lange überleben. Überlegen ist natürlich auch eher selten. So, den bewahren wir uns natürlich noch ein bisschen auf. Ja, der macht natürlich Spaß, aber da schießt er ja einfach jede Runde drauf. Obwohl, dann wäre jede Runde schon mal beschäftigt. Das ist auch schon mal okay. Zwei Mana wegziehen pro Runde. Machen wir gerne. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob die in Kombination überhaupt funktionieren. Aber lass die Hunde los, geht's auch. Müsste klappen. Ich frage mich, ob. Wird spannend, welchen von beiden nehmen, weil der macht ja immer noch den einen Schaden. Der wächst natürlich ins Unermessliche. Wahrscheinlich eher den dann. Lassen wir uns nochmal so als Reserven auf der Hand. Bäh. Ist immer dieses klassische, hättest du es mal früher gewusst, aber du weißt es ja immer nicht früher. Ja. Sagen, dann machen wir es doch nochmal mit Druck. Der zieht ja jetzt zwangsweise auf Jaina. Ist ja sonst keiner da. Treffer. Mann, der ist so gut im Zielen. Jedes Mal wieder beeindruckend. Also entweder ist er wirklich ein Neuling oder der spart jetzt gerade auf was richtig Böses auf. Ich hoffe Neuling. Also ein Mage ab einer gewissen Mana-Zahl, der kann ja auch so eine Menge Scheiße bauen. Die willst du dann gar nicht haben. Den jetzt abräumen, wäre ein bisschen übertrieben. Was machen wir da?
könnten eigentlich auch fast selber wegräumen, aber eben nur fast. Das ist doof. Der würde überleben, könnte dann wegpinschen. Machen wir erstmal eine Safety-Karte. Lass die Dunkelheit erscheinen. Gegen den Mage wichtig, auch nicht immer zu viel auszuspielen, wenn er wirklich mal so ein Abräumer, Flammenstoßer, so ein Zeug hat. Und du hast dir gerade die Hand leer gespielt, dann stehst du dann so ein bisschen blank da. Radieschen. Radieschen sind schön. Oh, er war schlecht gezielt. Mage, der eine Brille braucht. Ja. Es wird Tote geben. So viel steht fest. Der ist blockiert. Der bringt mir ja schwer nichts. Müssen wir nächste Runde mal überlegen. Gibt dann halt nochmal 5. Da muss man dann durch. Also der nochmal einen mehr gekriegt, ist die Frage. Also wenn ich sag jetzt mal Glück habe, in Anführungszeichen. Oder er räumt halt einfach ab. Also kleine Unangenehmlichkeiten. Es gibt genau einen Zug, der jetzt ziemlich sicher ist. Das ist nämlich der. Dann rüsten wir mal nach. Noch so ein Busan. Spielen wir jetzt aber noch nicht. Das war's. Wollen wir ja noch mal ein bisschen gucken, was da kommt. Ich habe ja jetzt hier noch ein bisschen Puffer. Das sind 5 Schaden, die wir gleich machen. Wahrscheinlich wird er den abschießen. Dann sind es nur noch 4. Oder er schießt beide ab. Oder er spielt irgendwelchen unsinnigen Blödsinn aus, der keinen interessiert. Das ist ja immer nett. Den würde ich ja im Leben nie ins Deck tun. So, mal ein bisschen gucken. Wir müssen anhand der P1507, die ich jetzt machen kann, einem Diener benachbarten 2. Das ist doch schon mal ein guter Start. Das hätten wir schon mal entsorgt. Ach, nein, Hunde hätte ich natürlich vorher spielen müssen. Ich depp. Ach je. Wer wieder zu ehrgeizig ist. Jetzt noch spielen bringt auch nichts. Sprengfalle. Meine Lieblingssprengfalle. Da haben wir ja eben gelernt, die macht ja auch dem anderen Schaden. Zack, zack. Jetzt erst dann nicht gleich runter. Ah, nochmal Glück gehabt. Kleine Strategiefehler können einem ja schon mal das Spiel kosten. Und wenn man ja so einen nicht spielt, wenn man könnte, dann ist man es irgendwie auch selber schuld. No. Nicht ganz bis zum Ziel gekommen, aber hat sein Bestes gegeben. War stets motiviert und so. Tja. Ups. Kommt noch was? Schaf hat er noch. Ja, aber da sind wir dann immer noch bei unglücklichen Zahlen. Komm hier. Vom Schaf getötet. Man muss ja auch den Gegner immer noch ein bisschen demütigen. Ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, sieht doch gut aus. 6 Spiele? Ne, 5 Spiele, 6 Siege. Kann nur besser werden.